meine Damen und Herren, willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge von Miners of Balls Transport Fever. Diesmal fangen wir in dieser Stadt an, denn ich möchte bitte gleich anfangen, hier den Bahnhof zu bauen, den Tramhof. Dafür reißen wir mal das hier weg. Und dann machen wir hier eine Durchgangsverbindung mit dem Bahnhof. Also mit dem, ihr wisst schon, was ich meine hier. Das nimmt den Dings an, das ist sehr gut. Und dann nehmen wir die zwei, nee, die einspurige Gruppe hier. Na komm, Püppchen. So, ich weiß, mein Speicher ist voll, deswegen läuft das nicht so ordentlich. So, wir haben hier den jetzt. Dann brauchen wir natürlich die normalen Bushaltestellen. Wir machen alles hier drüben. Brauchen wir ja nicht viel. Wir machen drei Haltestellen, das reicht vollkommen zu. Und dann lassen wir auch hier von hier drüben die Fahrzeuge rüberfahren. Zwei reichen. Rufen neue Linie. Hier, hier, hier. Ist das ein Kreis? Ist ein Kreis. Gefällt mir, passt. Und dann lass mal's durchlaufen. So viel Geld haben wir ja nicht mehr. Ich wollte das euch jetzt noch mit dem Essen ein bisschen erklären. Wir haben hier oben haben wir nicht das Holz. Wir haben Holz, haben wir. Wo haben wir das Holz? Also Holz zu essen hier. Also Holz zu Dings hier. Dann hier. Das einzige ist, wir bräuchten hier so die Bahn wahrscheinlich durch. Die Bahn wäre das effektivste, was geldmäßig angeht. Bisher fährt ja jetzt, also wir haben ja unsere Bahn hier. Die im Moment ja natürlich Minus macht, wer hätte das gedacht. Und hier warten schon zwei Personen, die rüber möchten. Jo, nice. Ob hier die Viere, die werden zu viel sein, sicherlich. Fällt mir gerade so ein, deswegen werden wir den wieder verkaufen und den wieder verkaufen. Nochmal, glaube ich, auf der Strecke haben wir dann noch drei. Das reicht fürs erste vollkommen. Sonst wird das echt zu teuer. Find's geil. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Diese Buswendeschleife hier. Ach, hier laufen gleich drei Leute. Vier Leute laufen gleich hin. Auch wenn die aussehen, als ob sie schweben. Von Weitem. Aber wir warten vier Personen. Es wird immer mehr. Und das ist das Schöne. Die können ja lieber ihre Leute besuchen, ohne dass sie so weit weggehen müssen. Hier warten sogar schon sieben, also es ist eigentlich relativ gut besucht schon alles. 18 Plätze habe ich maximal Platz. Das ist doch schön, das ist doch wunderschön. So, können die mal gucken. So lange mache ich jetzt noch nicht. Bin ich noch nicht in der Runde. Also das mit Essen, das ist natürlich die nächste Frage. Essen bringt ja sowieso das meiste Geld in dem Spiel. Ich werde alles mit dem Zug machen, ist einfach billiger. Ist jetzt aber die Frage, die Schmalspur. Das wären nur Güterfahrzeuge sein. Nur Personenfahrzeuge. Ich werde mal kurz stoppen. Und werden einfach mal kurz reingucken. Die gleichen. Also sind die gleichen Fahrzeuge wahrscheinlich bloß schmaler, wie es aussieht. Bitte abreißen, ja. Dann kann man das ja mit Schmalspur anfangen hier. Holz.
zum Essen. Und dann hier hinter. Ist eben bloß die Scheiße, dass wir... Das müssen wir doppeltgleisig machen. Ist die Frage, wie teuer ist das? Das ist 800. Das sind 2K. Also das ist schon sehr billig. Wir lassen das hier mit Transporter bis hierhin. Und dann machen wir jetzt zwei Bahnsteige. Das geht natürlich auch gut. Das kann natürlich auch ganz gut klappen. Das werden wir mit Schmalspur machen. Es ist ja schon relativ günstig mit Schmalspur. Aber ich würde schon gerne die Schmalspur ausprobieren. Weil die sieht ja, wie gesagt, sah es relativ günstig aus. Ich glaube, das werden wir mal probieren. Wir werden es mal stoppen hier. Und werden hier einfach mal anfangen zu bauen. Zug. Cargo. Oh, da gibt es nur den im Durchfahrt. Oh, das ist ja schade. Jetzt, wo ich den Kopfbahnhof brauche. Das ist ja richtig schade. Und der kostet schon so viel. Obwohl, eigentlich kostet die gleich. Ach komm. Vergessen wir es mal. Wir gehen hier gleich auf die auf den Bahnverkehr. Ganz einfach. Cargo. Gibt es ja bloß die hier. So, mittlere Straße. Ist so groß. Kleine Straße. Passt. So, wir müssen hier mal jetzt so schlau überlegen, das ist das Schlimme daran. Schlau überlegen bei Menzi, es ist ja sowieso schon so eine Sache. Also hier werden wir zweigleisig machen. Der eine geht hier, dann geht er zurück auf das andere Gleis und fährt zurück. Aber jetzt kommt nämlich das teuerste. Die Felder verkaufen. Oh ja. Die Felder kaufen, deutsch gesagt. Um sie dann zu benutzen. So, brauchen wir noch den Bahnhof hier drüben, um zu sehen. Der wird eingleisig. Machen wir das Essen? Dann fährt er zurück. Das ist natürlich jetzt die Überlegung ist jetzt schwer. Schwerer als ich dachte, aus dem folgenden Grund, dass wir ja das Essen hoch, einmal das Essen hoch muss. Und einmal das Dings, das Holz. Eingleisig. Ja, kommt alles an. Kommt ja alles an. Deswegen wird das ja gehen. Werden wir uns hier schon trennen? Wir werden uns einfach schon am Anfang trennen.
müssen wir später mal dran denken, dass eben der ganze Bahnverkehr bis jetzt nur auf einen Zug beschränkt ist. So, davor fahren wir mit hier rum. Das ist ja hochkompliziert jetzt schon am Anfang. Schlimm ist, ich habe jetzt schon wieder kein Geld. Bloß ich weiß, dass wir das Essen brauchen, weil sonst sind wir schneller pleite, als wir sonst gucken können. Deswegen leihen wir uns nochmal eine Million. Oh, das tut weh, das zu sagen. So. Das war alles falsch hier. Warum mal so ein Bergfahrt? Also machen wir kein Tunnel, sondern eine Bergfahrt. Sie merkt, dass das leckt ziemlich schnell hier bei mir. Krümmung zu groß. Och, wie süß. Wenn man das bloß im echten Leben sagen würde. So, das ist ja die erste Strecke. Ach du Scheiße, ist die lang. So, und danach die fügen wir jetzt einfach mal hier nebenbei so dran. Genau, das wird das klappen. Ich hoffe mal, dass es so klappt. Ich muss dann denken, dass ich den ersten Part schneide. Hier werde ich wohl wahrscheinlich nicht schneiden, weil hier deckt ja nicht großartig. Nein! Oh, Halleluja! Komm mal zu groß. Ach, gibt's doch nie. Ich dürfte meine Eier machen. So. Kollision, genau. So. So, auf Deutsch. Der Zug holt das Holz. Fährt das hier rüber. Fährt zurück. Fährt dahin. Und das Essen. Und fährt zurück. Das dürfte theoretisch das klappen. Schwere Gebot. Schwere und teure Gebot. Nee, hier brauchen wir keine Schmalspur, hier brauchen wir ja die richtige. Nein, nicht abreißen. Bloß nichts. So. Direkt, damit man eine schöne Kurve reinbauen kann. Nice. Und jetzt kommt der ein Zugverkehr. Müssen wir mal gucken, 45 PS. Also, die hat natürlich der Boden mehr Zugkraft.
dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen die geschlossenen. Nee. Also wir brauchen die Baumspretter. Mach ich alles mit 1 oder mit 2? Fährt hier hin? Holt das Holz ab. Und der wurde ja... Ach, wir machen alles mit ein zurück, sonst wird das jetzt der Port zu lang. Ruhmwagen 7 mit 36.000 hört sich gut an. 1, 2, 3, natürlich 4. Wir holen uns davon... Die werden wir spezifizieren auf Vieh. 2, 3. Das war mal leid. 2, 3. Kann man das zurückzahlen? Und dann bauen wir hier mit einer neue Linie. Also, Holz holen. Das Holz fährst du hier hin. Mit dem Holz, dann fährst du wieder zurück. Geht noch nicht, fällt mir gerade auf. Hier muss noch Gleis hier rüber. Fährt hier zurück. Und dann fährt er nach Puschheim wieder. Genau. Und wir werden hier aber noch eine Kreuz, also Kreuz. So. Nicht alle Haltestellen können verbunden sein. Machen wir nochmal neu. Ganz einfach. Wir holen das Holz. Fahren hier hin. Um hier hin zu fahren. Genau, jetzt hat das angenommen. Fahren wir zurück. Holen das Essen ab. Fahren hier hin. Das ganze Spielchen von vorne. Genau, aber jetzt macht er Probleme, weil die werden... Genau. Ist irgendwas getrennt? Stein, Osthofen. Hier ist nichts getrennt. Deswegen war Brammauern drin. Und nächsten Part werden wir dann noch den Transport, den Gütertransport hinmachen. Und dann würde ich sagen, was ist das? Mit 3 Folgen und dann eine Aufnahme. Das reicht. Wenn euch der Transport gefallen hat, gebt noch oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der, wenn sie. Ciao, ciao.